Hier ist RTV. Das Fernsehen für den Kreis Böblingen mit dem Regionalmagazin. Schönen guten Abend, willkommen zu 30 Minuten Information aus der Region am Dienstagabend. Hier unsere Themenübersicht für die kommende halbe Stunde. RTV, die Themen am Dienstag, 12. Dezember. Wieder ein Besuchermagnet, die Weihnachtskrippe in Renningen. Häuslesbauer im Pech, in Rutesheim brannte ein Neubau. Und kommt Owens oder nicht, Böblingens erster Bürgermeister Dirk Gatte zur Landeskartenschau. Rund 80.000 Menschen sind im vergangenen Jahr zur Renninger Weihnachtskrippe gepilgert. Die Aufbauten in der St. Bonifatiuskirche sind mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt. Und so reisen jährlich sogar Busse aus dem Ausland an. Am kommenden Sonntag wird die Renninger Krippe erneut ihre Pforten öffnen. Dem Leben auf der Spur lautet das Thema der Krippenbauer. Die katholische Kirche St. Bonifatius, wie sie der Kirchengänger in Renningen kennt. Es ist November, im Innern der Kirche ist es ruhig und friedlich. Doch nur ein paar Meter weiter wird hart gearbeitet. Im Keller des Pfarrhauses entsteht die berühmte Renninger Krippe. Erstens wollten wir einfach das Leben der Menschen aufgreifen. Und zweitens das Einkleiden in das Brauchtum der Weihnacht. Wir möchten also alles mit einbeziehen, was nun mit Weihnachten zu tun hat, wie Menschen Weihnachten erleben. Vom Christbaumeinkauf bis zum Gang durch die Schaufensterwelt. Einen kleinen Weihnachtsmarkt werden wir haben, aber auch den Krankenbesuch. Der Nikolaus wird kommen, die Sternsinger werden dabei sein. Also Weihnachten, wie wir es erleben. Und das mit weltbekannten Gebäuden, wie zum Beispiel den Petersdom. Die Gebäudebauer sind alles Laien und doch verstehen sie es aus den Vorlagen, in der Regel Fotos und Postkarten, das letzte Detail herauszukitzeln. Wobei es nicht immer maßstabsgetreu zugehen muss. 50 Jahre nach Kriegsende spielt die Wahl der Gebäude eine entscheidende Rolle. Dokumentieren sie doch größtenteils den Widerstand gegen das Unrecht, den Widerstand gegen das Naziregime. Wir haben München mit dem Liebfrauendom und mit dem Innenhof der Universität, wo die Geschwister Scholl die Flugblätter nun verteilten und daraufhin verraten worden sind und 4 Tage später schon durch das Fallbeil getötet worden sind. Wir haben für Münster Kardinal Galen, der ja mit einer großen Kraft gegen das Euthanasieprogramm Hitlers sich wandte, nun den Marktplatz von Münster und den Dom. Wir haben auch eine ökumenische Krippe, ich möchte das also wirklich betonen, und haben Dietrich Bonhoeffer, wohl einer der großen Gestalten der evangelischen Kirche im Dritten Reich, nun mit seiner Heimatstadt Breslau, mit dem weltberühmten Breslauer Rathaus aufgebaut. Und so haben wir also noch mehrere, Rottenburg, Stuttgart. Oder aber auch den mächtigen Kölner Dom. Bei den Materialien, aus denen diese Bauten entstanden sind, handelt es sich größtenteils um Pappe und Styropor. Nicht zu vergessen, die Farbe zum Anstreichen. Schwerstarbeit also für die 10 Leute, die die Gebäude in ihrer Freizeit entworfen und errichtet haben. Wir haben angefangen so Mitte Oktober. Und haben, wenn möglich, so jeden Tag ein paar Stunden gearbeitet. In der Endphase geht es natürlich, ja, da muss man richtig zupacken. Wir bauen 3 Wochen die Krippe auf. In 3 Wochen muss es fertig sein. Und das werden wir auch schaffen, nehme ich an. Bis jetzt hat es immer gereicht. Warum nicht auch bis zum kommenden Sonntag, den 3. Advent? Dann wird es in der St. Bonifatiuskirche zu Renningen weihnachtlich zugehen. Und der Kirchengänger bekommt am Abend die eigentliche Krippe zu sehen, die wir Ihnen in diesem Beitrag vorenthalten haben. Denn alles wird noch nicht verraten. Wenn Sie dem Trubel des vorweihnachtlichen Treibens ein wenig entfliehen wollen, können Sie entweder in den Urlaub fliegen oder vielleicht auf einer der gleich folgenden Veranstaltungen ein bisschen dem Alltag entfliehen. Die Veranstaltungshinweise für den morgigen Mittwoch gibt's gleich.
Amica Moda, Ihre Freundin in Sachen Mode. Anziehende Kombimode, bestechend durch Harmonie in Farbe und Design. Mode nicht teuer und auch bis Größe 48. Amica Moda, Böblingen, Poststraße 22, gleich neben Schuhkurz. Wenn es um Schmuck und Uhren geht, sind Sie bei Juwelier Kutsche der König. Im ausgewählten Sortiment können Sie sich Ihre Wünsche erfüllen. Von den Ringen fürs Leben bis zum klassischen Collier. Qualität muss nicht teuer sein. Ihr Juwelier Kutsche in Sindelfingen gegenüber Domo. Da werden Wünsche erfüllt. HBS, Hausbau Schönbuch. Ein Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung. Wir bauen für Sie schlüsselfertig zum Festpreis Reihenhäuser, Doppelhäuser und Eigentumswohnungen. Unser Motto: Qualität und Erfolg. Natürlich mit einem festen Handwerkerstamm. HBS, Hausbau Schönbuch. Wir lassen Sie nicht alleine. Ein Leben lang. Holzgerlingen 60 50 26. Euromusic Ticket Service. Ob Reisen, Sport, Rock, Pop, Techno, rufen Sie uns an. Telefon Böblingen 21 96 36. Wir buchen für Sie auch internationale Veranstaltungen. Musicals, Klassik, Revue oder Kabarett. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Euromusic Ticket Service. Böblingen, Bahnhofstraße 21. Telefon 21 96 36. AOK Berufsstarter-Team. Cool und clever. Nur was modische Frisuren angeht, sind wir eine erste Adresse. Auch ganzheitliche Schönheitsberatung ist bei uns das Thema. Lassen Sie sich von uns beraten. Ein Salon ist auch in Ihrer Nähe. Was, wann, wo? Die RTV-Veranstaltungshinweise. Für Mittwoch, den 13. Dezember. Faszination Lappland. So ist ein DIA-Vortrag betitelt, der morgen Abend im Bürgerhaus Dachtel präsentiert wird. Auf einer Großleinwand zeigt der Eidlinger Frank Stiefel seinen eindrucksvollen DIA-Bildbericht in Überblendtechnik. Impressionen vom Polarkreis zwischen Nordlicht und Mitternachtssonne. Vom Kinderfilm Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada dürfen sich alle Kinder ab 8 Jahren im Saal der Stadtbibliothek im Höfli verzaubern lassen. Frei nach dem Märchen Die Gänsemagd von den Gebrüdern Grimm wird die Geschichte der Prinzessin Aurinia und ihrer treulosen Magd erzählt. Die kleinen Epiker sind zu Gast beim Kabarett Streusalz. Ein Abend unter dem Motto Missliche Verständnisse. Es geht um den jungen Brecht und Karl Valentin, die sich 1920 begegneten. Ein vergnüglicher Abend im alten Amtsgericht. Eintritt 15 oder ermäßigt 12 Mark. Passend zur Vorweihnachtszeit lesen die Schauspieler der Willi-Reichert-Bühne Sindelfingen Geschichten, Texte und Gedichte. Ein besinnlich-literarischer Abend im Theaterkeller. Beginn ist um 20 Uhr. Theater für Kinder ab 5 Jahren. In der Leonberger Stadthalle gibt's morgen ein ganz besonderes Weihnachtsmärchen. Hänsel und Gretel, aufgeführt vom Ensemble des Merkur Theater Oberdick. Zwei Vorstellungen um 11 und um 15 Uhr, wobei es Karten nur noch für den Vormittag gibt. Die rhetorische Frage, lesen Frauen anders, wird am Mittwoch im Frauencafé in Herrenberg gestellt. Denn Frauen lesen die verschiedenste Lektüre, Bücher von Frauen oder Männern. Aber Mädchen und Frauen haben auch gelernt, wie Männer zu lesen. Lesen Frauen also nun wie Männer oder wie Frauen? Verwirrung, Aufklärung und Diskussion morgen. Kreis auf den Punkt. Die RTV Regionalnachrichten.
Als wirksames Instrument zur Bekämpfung der Schwerkriminalität hat die Böblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Brigitte Baumeister die sogenannte Kronzeugenregelung bezeichnet. Die habe sich nicht nur seit 1989 bei der Bekämpfung des Terrorismus bewährt, sondern seit einem Jahr auch beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Die CDU-Politikerin begrüßte deshalb den Beschluss des Bundestags, Kronzeugen auch weiterhin im Kampf gegen die Kriminalität zuzulassen. Ursprünglich war die Kronzeugenregelung bis Jahresende befristet. Großes Pech hatte ein Wohnungsbauer aus Rutesheim. Nachdem er das Dachgeschoss seines Einfamilienhauses komplett selbst umbaute, beauftragte er für letzte Lötarbeiten eine Firma. Diese arbeitete unsachgemäß und löste einen Brand aus. Eine Styroporisolierung fing durch das Löten sofort Feuer, welches sich schnell auf den gesamten Dachstuhl ausweitete. Die zur Bekämpfung des Brandes eingesetzten Feuerwehren aus Rutesheim, Perus, Flacht und Leonberg konnten die völlige Zerstörung des Dachstuhls nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von knapp 300.000 Mark. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine der erfolgreichsten Konzertreihen Deutschlands füllte gestern den Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle. Unter dem Motto Wiener Klassik spielte die Klassische Philharmonie Telekom Bonn. Das sind aber nicht etwa Mitarbeiter der Deutschen Telekom, sondern Hochschulabsolventen, die vor ihrem Eintritt in die ganz großen Orchester Erfahrungen im Bereich Orchesterspiel sammeln möchten. Die Deutsche Telekom hat das Orchester in ihr Kulturförderungsprogramm aufgenommen. Eine Zusammenarbeit, die seit nunmehr 4 Jahren besteht. Gestern Abend nun spielten die hochtalentierten Nachwuchsmusiker zum ersten Mal öffentlich auch in Stuttgart. Unter Leitung von Professor Heribert Beisel interpretierten sie Werke von Ludwig van Beethoven, Richard Strauss sowie Wolfgang Amadeus Mozart. Große Resonanz und Begeisterung beim Stuttgarter Publikum. Gelegenheit, die Klassische Philharmonie Telekom Bonn wieder in Stuttgart zu erleben, besteht Anfang nächsten Jahres. Genaue Termine und Informationen im Anschluss an das Regionalmagazin im RTV-Ticker. Was sich im Kreis Böblingen sonst noch Aktuelles ereignet hat, erfahren Sie jetzt in unseren Kurzmeldungen. In Sindelfingen hat sich heute der am 19. November gewählte Ausländerausschuss konstituiert. Ihm gehören 10 Stadträte und 9 ausländische Einwohner an. Der Ausschuss kann an den Gemeinderat Empfehlungen aussprechen. Außerdem hat ein Vertreter des Ausländerausschusses Rederecht im Gemeinderat. Rund 1.000 Mark hat ein bisher Unbekannter bei einem Raubüberfall in Sindelfingen erbeutet. Der Räuber betrat gestern gegen 17 Uhr ein Schreibwarengeschäft in der Watzmannstraße und bedrohte die Verkäuferin mit einer Pistole. Der Mann ist ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er sprach Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem grünen Anorak mit Kapuze und grauen Wollhandschuhen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Böblingen in Verbindung zu setzen. Die Wertstoffhöfe im Landkreis Böblingen bleiben zwischen Weihnachten und dem 6. Januar zu den sonst üblichen Zeiten geöffnet. Dasselbe gilt auch für die Kreismülldeponie Sindelfingen. Die Erddeponien bleiben während der Ferienzeit geschlossen und sind erst wieder ab dem 8. Januar geöffnet. Die Modellautoaktion des Markstatter Gemeinderats war ein voller Erfolg. Rund 2.300 Mark kamen beim Verkauf der Sammlerobjekte auf dem Markstatter Adventsmarkt zusammen. Damit kann der Diakonieverein Markstadt sogenannte Decubitus-Matratzen kaufen. Die Spezialmatratzen verhindern, dass sich bettlägerige und pflegebedürftige Menschen wundlegen. In Walderstadt wurde heute der Verein Miteinander Füreinander gegründet. Der Verein möchte den Gemeinsinn fördern und bietet für Interessierte eine Info- und Wissensbörse an. Außerdem sollen Kontakte zu anderen Menschen ermöglicht und gefördert werden. Im katholischen Gemeindehaus hält der Verein ab morgen immer mittwochs von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Sprechstunden ab. Noch 12 Tage bis Weihnachten. Eine Zeit der Besinnung, in der man sich und anderen Gutes tun will. Deshalb wird auch gerade jetzt so viel zum Spenden aufgerufen. Da kann man leicht den Überblick verlieren. Wer spendet was und wofür? Das wollten wir heute von Leonbergern wissen und haben gefragt, wem spenden Sie zu Weihnachten? Wem ich spende? Greenpeace. Der Kirche nicht, aber es direkt. Ich weiß ein paar, denen ich es schenken kann. Denn man könnte ja spenden ohne Unterlass. Nicht? Das ist ja auch für viele Leute ein Grund, dass sie sagen, das hat ja eh keinen Wert oder wo soll man anfangen oder so. Also das ist nicht so, ich mache mir da schon Gedanken. Und auch dieses Jahr sicher einen Anlass finde, einem selber kundzutun, dass es einem doch relativ gut geht und dass es woanders halt nicht so gut aussieht. Nicht? Organisationen, wo man weiß,
wo es hingeht, dass es am richtigen Mann kommt. Nicht, dass da ein Haufen Zwischenfinanzierer sind, die was sich da die Finger sauber machen. Also von dem her spende ich gern jedes Weihnachten, aus Jahr über. Aber nur, wie gesagt, nur denen, die was, wo man weiß, dass es direkt an den Mann kommt. Ich spende Liebe und Freude meiner Familie und meinen Freunden gegenüber. Und ich denke mal, das reicht erstmal. Ich spende nur von meiner Verwandte, sonst nichts. Gar niemand. Ich halte von Weihnachten überhaupt nichts, grundsätzlich. Noch nie. Seit ich Soldat war, mal in Russland, da war es aus. Niemand. Weil ich an Weihnachten nicht glaube. Vom Religion halt her. Wenn Sie Ihr Weihnachtsgeld in Aktien investieren wollen, hier die täglichen Eckdaten der Wirtschaft. Zuerst die Kennziffer der Betriebe im mittleren Neckarraum. Der Regionalindex gab mit minus 0,90 Punkten leicht nach und steht nun bei 383,27. Deutliches Plus heute beim DAX. Der deutsche Aktienindex wurde mit 2289,77 festgestellt. Das sind 16,95 Punkte mehr als gestern. Und auch der Dollar tendierte heute fester, plus 0,50 Pfennig. Die US-Währung wurde bei Börsenschluss mit 1,4470 Mark gehandelt. Zum Wetter. In den Kreisen Rems-Murr, Esslingen und Aalen kam es heute Morgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch überfrierende Nässe. Teilweise waren die Straßen spiegelglatt. Die Folge mehr als 30 Karambolagen. Ganz so schlimm hat es uns im Kreis Böblingen bisher nicht erwischt, dafür kommt jetzt aber der Schnee. Gleich die Wettervorhersage bis einschließlich Freitag. Zu ihren Träumen die passende Frisur. Perfekt. Haarlaserspezialist, Haarfarbenberatung, Frisurentypberatung. HBS, Hausbau Schönbuch präsentiert. Hausbau Schönbuch. Wir lassen Sie nicht allein. Ein Leben lang. Klar, Weihnachten schenkt man eine Dauerkarte zur Gartenschau in Böblingen. Mode und mehr. Das ist mehr als einfach nur Mode. Wir freuen uns auf Sie. Mode und mehr. Ehningen, Königstraße 27. Ein attraktives Angebot direkt vom Bauträger der Baugenossenschaft. 4-Sterne-Wohnen in optimaler Südhanglage zwischen Sindelfingen und Böblingen. S-Bahn, Autobahnanschlüsse, Mineraltherme, Schulen und bequemes Einkaufen in nächster Nähe. Nutzen Sie Zeit und Raum, um unsere Musterwohnung in diesem außergewöhnlich wohnlichen Haus zu besichtigen. Treffpunkt Jenaer Straße 6, Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 16 bis 18 Uhr oder Telefon Sindelfingen 70 700. TGH Fahrzeugteile, Ihr kompetenter Partner, wenn es ums Auto geht. Groß- und Einzelhandel für Fahrzeugteile. TGH Fahrzeugteile, Schwertstraße 27, Sindelfingen. Wir schlachten selbst und kaufen nur bei heimischen Bauern. Ihr Partner für Frische und Qualität, Metzgerei Schneck. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Glatte Straßen am Morgen sowie leichter Schneefall tagsüber. So präsentierte sich das heutige Wetter im ganzen Sendegebiet. Alles ein bisschen feuchter und wärmer als gestern. Genauer gesagt, 2 Grad in Sindelfingen, Böblingen und Herrenberg sowie 3 in Leonberg. Gemessen allesamt an unseren Messstationen gegen Mittag. Und wie gesagt, die Luftfeuchtigkeit steigt und die Schneefallwahrscheinlich wird größer. Zudem ist vereinzelt wieder mit Glatteis zu rechnen. Aber Vorsicht ist in diesen Tagen für Autofahrer eh angesagt. Zum kommenden Wochenende hin nimmt die Niederschlagsneigung dann wieder ab und die Sonne wird sich auch mal wieder blicken lassen. So richtig kalt bleibt dennoch. Besserung ist da auch noch nicht in Sicht. Das Wetter in der Region. Ein Service der IKK Böblingen-Leonberg. Wir sind bei jedem Wetter für Sie da.
Vor 3 Wochen hatte die Böblinger Landesgartenschau GmbH den Generalunternehmervertrag mit Harry Owens gekündigt. Bis gestern hätte sich der Traumtheatermacher entscheiden sollen, ob er das Angebot annimmt, weiterhin die künstlerische Gestaltung der Gartenschau abzuwickeln. Doch bis heute stand noch keine Unterschrift unter dem möglichen Vertragswerk. Achim Rittmeier im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, Dirk Gerte. Herr Gerte, der Herr Owens hat den Vertrag noch nicht unterschrieben. Die Verunsicherung wächst. Ist denn die Landesgartenschau 96 gefährdet? Eine Verunsicherung gibt es bei uns, der Geschäftsführung und beim Aufsichtsrat nicht, was die Durchführung der Gartenschau angeht. Das heißt, die Gartenschau ist in keinster Form gefährdet. Das, was aktuell bei einem weitestgehend stehenden Programm noch nicht ganz klar ist, ist, wird Herr Owens dieses Angebot wahrnehmen oder wird er es nicht annehmen? Sie möchten ja im künstlerischen Bereich an Herrn Owens festhalten. Es ging ja durch alle Medien. Hat man sich zu sehr auf Herrn Owens versteift, dass man gar keine anderen Interessenten hat? Wir haben einen sogenannten Generalunternehmervertrag ihm ja seinerzeit angeboten gehabt. Innerhalb dieses Vertrages hat er gearbeitet. Durch seine gewissen Schwierigkeiten finanzieller Art haben wir das, was Sie andeuteten, mit dem, was durch den Blätterwald und durch die Medien ging, beschrieben. Wir haben demzufolge jetzt eben die Fragestellung, macht er weiter? Das war der eine Punkt. Der zweite, haben wir Alternativen? Wir haben Alternativen, also selbst wenn er nicht weitermachen wollte, dann haben wir, ich sag mal, Stucker 6 Angebote bereits vorliegen von Agenturen, von Institutionen unterschiedlichster Art, die einfach sagen, wir bringen dir die Ausstellung oder jene oder wir würden ganz gerne mitarbeiten. Sie sprechen von 6 Interessengruppen. Nimmt man die denn nachher alle ins Boot oder beschränkt man sich dann nur auf eine? Also 6 sind sicher zu viel, weil es geht nur noch um Restbestand an Programmen, Restbestand an Veranstaltungen, vielleicht auch spezifischer Art. Der eine kommt mehr aus dem Agenturbereich als Beispiel, der würde natürlich mehr verschiedene Anbieter auch wiederum sozusagen Subunternehmer mit reinbringen. Ein anderer sagt, ich biete dir komplett etwas oder der dritte sagt, ich komme mit einer kompletten Ausstellung und das sind Dinge, die in der Summe von 6 natürlich nicht zusammenpassen. Da muss man dann schon pfleglich aussortieren und gucken, was passt rein. Sie haben selber schon gesagt, dass ein Großteil des Programms auf alle Fälle sicher steht. Das ist also unumstößlich. Das ist unumstößlich. Angenommen, Herr Owens macht nicht weiter. Wie gesagt, Sie müssen sich arrangieren mit denen, die Sie gerade angesprochen haben. Befürchten Sie nicht da auch einen gewissen Imageverlust für die Landesgartenschau? Also, offen gestanden wäre es mir natürlich in der Summe in der Nachbetrachtung lieber gewesen, wenn es überall nur geheißen hätte, die Landesgartenschau oder die LGS als wir als GmbH. Nur wenn ich sehe, dass etwa ein Baumensch hier bei einem städtischen Projekt, dem Bauhof, eben kürzlich sagen musste, ich kann wirtschaftlich nicht mehr weiter, dann ist das Projekt des Bauhofes Sindelfing-Böbling auch nicht gefährdet. Insofern, wir sind diejenigen, die das Sagen hatten, wir sind diejenigen, die das Sagen haben und wir sind die Verantwortlichen. Insofern sind wir auch die Durchführenden, die LGS. Ab wann wird denn die Landesgartenschau ausschließlich nur noch positive Schlagzeilen machen? Wenn Sie davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Problem eines Partners negative gemacht hätte, dann gibt es ja auch immer den Spruch, lieber so eine Aussage noch als gar keine. Positiv ist sicher, dass wir das Programm als solches eben aufstellen werden, komplettieren werden in den nächsten 3-4 Wochen über Weihnachten. Positiv ist, dass wir ein fantastisches Programm haben mit rund 800 Veranstaltungen. Und positiv ist sicher, dass wir nachher mitten in der Stadt Böblingen ein wunderbares Jahr 96 haben werden. Und da sind wir ganz optimistisch zum Jahresende. Was das Künstlerische angeht, bis zum Ende der Woche weiß man endgültig Bescheid. Bis zum Ende der Woche wissen wir Bescheid. Herr Gerte, damit vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wenn Sie immer noch auf der Suche nach dem idealen Weihnachtsgeschenk sein sollten, vielleicht finden Sie ja genau das Richtige auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte in unserer Region. Wir verraten Ihnen jetzt im RTV-Ticker, wo zurzeit Geschenkideen auf Käufer warten. Das war's für heute im Regionalmagazin. Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.